Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Sunday Blessings. Ich freue mich total, heute hier zu sein in Nellys Wohnzimmer. Du bist heute mein Gast. Ich freue mich. Für all diejenigen, die dich noch nicht kennen, wir sind nicht in Berlin, sondern wir sind in meiner alten Heimat in Niedersachsen. Und ich bin vor ein paar Wochen auf dein Profil gestoßen und vor allem auch auf dein YouTube-Video und habe festgestellt, dass wir beide denselben Bekanntenkreis haben. Du kennst viele meiner alten Freunde und in deinen Videos erzählst du auch immer mal was aus deiner Vergangenheit und deinem Leben und das hat mich sehr berührt und ich habe gedacht, du musst unbedingt heute hier sitzen und mein Gast sein. Von daher, Nelly, schön, dass du da bist. Ja, danke schön, Kevin, dass ich heute hier sein darf. Danke, dass wir darüber reden können. Gerne. Du kommst aus einem christlich-konservativen Elternhaus, aus einem russlanddeutschen Kulturkreis und du bist in der Gemeinde groß geworden und man hat dir das auch in deiner Jugend angesehen. Magst du ein bisschen was erzählen? Wie bist du groß geworden? Ja. Wie sah deine Jugend so aus? Genau. Also ich bin zunächst einmal in Russland geboren, bin mit 2 Jahren hierher nach Deutschland gekommen und mit meinen Eltern und meinen 5 Schwestern, also ich habe keinen Bruder, sind wir dann in Hessen aufgewachsen, in der Nähe von Gießen. Und mein Papa ist ein Pastor, schon seit über 20 Jahren, einer solchen konservativen Gemeinde mit strengen Glaubenssätzen. Und genau, in der bin ich dann groß geworden. Und wenn ich aber mich beschreiben darf, wer ich bin, dann liegt meine Identität ganz klar in Jesus. Durch die Sohnschaft, die ich empfangen habe, bin ich ein Teil von Gottes Familie. So beschreibe ich mich. Das war aber nicht immer so. Also man kann ja hineingeboren werden in ein christliches Elternhaus. Genau. Bei euch war es ja dann auch so, ihr habt das ja auch, sag ich mal, mit viel Regeln und Geboten gelebt. Genau. Beispielsweise, du warst tatsächlich einer dieser Mädels, die dann auch nur mit Rock unterwegs war, beziehungsweise manchmal hast du auch heimlich eine Hose angezogen, hast du mir erzählt. Du durftest dich nicht schminken. Erzähl mal ein bisschen, wie war das damals? Ja, genau. Für mich war meine Jugendzeit geprägt von so einem Hin und Her, von einer Zerrissenheit zwischen den Regeln, die meine Eltern uns vorgegeben haben, die Gemeinde uns vorgelebt haben. Zwischen dem, was ich eigentlich mit der Welt erleben wollte, also mit meinen nicht-christlichen Freunden. Und so war das zum Beispiel, dass ich mich 2-mal sogar heimlich aus dem Zuhause rausschlich, um abends dann noch tanzen zu gehen. Und am nächsten Morgen saß ich hundemüde in der Gemeinde und sang aus dem geistlichen Liederschatz und fühlte mich irgendwie total schlecht. Und das war so ein ständiges Hin und Her, auch zum Beispiel, so wie du das angesprochen hast, mit den Hosen tragen. Da war einerseits in der Gemeinde trage ich auf jeden Fall einen Rock. Und eine Zeit lang habe ich das auch in der Schule regelmäßig so gemacht, sodass ich auch nach außen hin religiös aussah. Viele Menschen wussten, sie gehört irgendeiner strengen Religion oder Glaubensrichtung dazu oder gehört dazu, genau. Ja. Und, aber ich sprach sehr wenig über meinen Glauben. Und ja, für mich hat Christsein eher was mit Religion zu tun gehabt, als dass ich wirklich mit Jesus gelebt habe. Wie war das denn damals? Also es hat ja zu deinem Leben dazugehört. So, du hast gesagt, dein Papa ist sogar Pastor. Viel wahrscheinlich aus deinem Umfeld und Freundeskreis waren dann auch gläubig und sind mit in die Gemeinde gegangen. Wie war das trotzdem? Du hast in 2 Welten gelebt, hast du gesagt. Hättest dir vielleicht auch manchmal mehr Lockerheit gewünscht. Da war natürlich auch viel Druck wahrscheinlich von Menschen, Verantwortung. Du bist Pastorentochter. Ja. Aber was mich auch interessiert, wie war dein Gottesbild? Also war Gott auch derjenige, der das von dir sozusagen verlangt? Und du hast kurz schon gesagt, du hattest manchmal ein schlechtes Gewissen, wenn du es vielleicht anders gemacht hast. Wie war so dieses Gottesbild für dich? Vielleicht kurz nochmal darauf zurück, wie das war, zwischen diesen 2 Welten zu leben. Für mich war es immer ganz wichtig zu verstehen, warum. Warum muss ich einen Rock tragen? Wenn ich eine adäquate Antwort erhalten habe auf mein Warum, dann fiel mir sowas auch leicht. Also dann wusste ich, okay, das ist die Regel und mein Papa erklärt mir das, er versteht es und ich ordne mich meinem Papa auch gerne unter. Aber wenn auf dieses Warum keine Antwort kam und wenn ich das auch so irgendwie biblisch nicht nachlesen konnte, war das für mich sehr schwer nachvollziehbar. Und deswegen war das wie so eine Art
Dynamik, die man so erlebt, wenn man plötzlich ein Polizeiauto hinter sich sieht. Und dann geht man erstmal auf die Bremse, weil man denkt, okay, schön in der Geschwindigkeitsbegrenzung bleiben. Und sobald die Polizei aus dem Sichtfeld ist, kann man auch wieder statt 120, 130 fahren oder höher. Also das war eher so, da ist ein strafender Papa oder auch dieser strafende Gott. Für mich war mein Gottesbild so geprägt, dass ich Angst hatte vor diversen, ja, ich wollte gehorsam sein, weil meine Motivation war hier bei die Angst, weißt du? So, okay, wenn ich mich heute so benehme, dann mag mich Gott, dann kriege ich seinen Segen. Zum Beispiel hatte ich das auch in einem Video erwähnt, wenn ich in eine Prüfung gegangen bin, dann musste es unbedingt ein Rock sein. Weil sonst würde mich Gott ja nicht erhören und ich würde eine schlechte Note schreiben. Und war aber dann die Prüfungsphase vorbei, dann trug ich wieder heimlich Hosen, weil dann war mir das irgendwie auch egal, was Gott da sagte oder mein Papa. Genau, also irgendwie bedingt auf verschiedene Situationen. Okay. Und so hatte ich mehr Angst vor Gott. Wenn dann in diesen Situationen, dann hatte ich irgendwie nur Angst vor Gott. Da ist irgend so ein strenger Richter. Die Bibel war für mich eher so ein Regelwerk. Und okay, ich muss jetzt gehorsam sein, damit ich irgendwie von Gott Gehör geschenkt bekomme. So. Ja. Ja. Und es ist auch nochmal ganz wichtig zu sagen, jetzt schon an dieser Stelle, du betonst das auch häufig auf YouTube, es geht in dieser Podcast-Folge gar nicht darum, sag ich mal, irgendwelche theologischen Debatten zu führen, ob jetzt Rock, Kopftuch oder sonst was richtig ist oder falsch ist. Es geht auch nicht darum, irgendwie mit dem Finger auf jemanden zu zeigen und das ist alles falsch und schlecht, sondern heute geht es mir persönlich einfach darum, deine persönliche Geschichte zu hören, weil ich es so interessant finde. Du bist, sage ich mal, in einem sehr extremen Umfeld aufgewachsen, wo wirklich viel, viel Wert auf Bibeltreue gelegt wird. Man wird dann natürlich reingeboren und niemand kann als Christ auf diese Erde kommen. Jeder braucht dann wirklich nochmal eine persönliche eigene Erfahrung mit Jesus. Aber deine Geschichte ist halt folgende, dass du viele, viele Jahre da drin warst und viel da auch erlebt hast. Beispielsweise eine Sache, die ich sehr interessant und spannend finde, du hast dich mit 18 Jahren sogar bewusst taufen lassen und hast dieses öffentliche Bekenntnis zu Jesus gemacht, aber sagst im Nachhinein, so wirklich eine Beziehung hast du mit Jesus nicht gehabt. Also wie kam das? Wie kann das sein? Das hing damit zusammen, dass ich wirklich eine feste Entscheidung getroffen hatte, mein Leben mit Gott zu führen. Es war wirklich eine bewusste und starke Entscheidung. Okay, ab heute lebe ich mit Gott. Und nach außen hin sah das wie eine gute Entscheidung aus. Aber von innen her hatte ich mich nur entschieden, ab jetzt noch mehr Leistung zu bringen, noch perfekter zu sein, um vor Gott bestehen zu können. Also meine Taufe war ein Symbol für Gott, ich gebe dir mein Leben und jetzt versuche ich mein Bestes. Jetzt mache ich alles perfekt und dann werde ich mit dir ganz eng verbunden sein. Also da war meine Selbstgerechtigkeit noch höher gestellt wie vorher. Auf einmal war mir dieses Leben mit Gott wichtig, weil ich irgendwie auch wirklich begriffen habe, ich will ein Leben mit Gott. Aber es war, Jesus, ich danke für dein Kreuz. Danke, dass du das für mich getan hast, aber ich lebe aus meiner eigenen Kraft heraus. Und jetzt umso mehr. Das war meine Entscheidung bei der Taufe, dass ich bei der Taufe wirklich begraben werde, dass etwas Neues daraus entsteht, mit Jesus ein neues Leben entsteht. Das hatte ich damals noch nicht verstanden. Für mich war das eher so ein Symbol der Entscheidung für Gott, aber nicht aus Gottes Gerechtigkeit, sondern aus meiner eigenen Gerechtigkeit. Und so kam ich irgendwie noch tiefer in diese Werksgerechtigkeit, in dieses Leistungsdenken hinein. Genau, das war. Was waren denn so bestimmte Merkmale, wo du sagst, das war auch so, dadurch hast du probiert, dir die Gerechtigkeit Gottes zu erarbeiten? Na, zum Beispiel durch das regelmäßige Besuchen der Gottesdienste, der Bibelstunden, durch Hilfestellung und der Hilfeleistung für andere Menschen, indem man Gutes tat. Ich weiß nicht, irgendwie andere zu unterstützen bei verschiedenen Gelegenheiten wie Essen kochen oder irgendwo reingehen und im Haushalt helfen, Babysitting etc. So aus Werken heraus. Oder zum Beispiel auch, da ich so gerne singe, habe ich im Chor mitgesungen, habe Sonntag für Sonntag Beiträge geleistet. So. Das waren so meine Motive. Zwei Gedanken, die mir dazu kommen. So auf der einen Seite, es ist, glaube ich, auch, ich lerne ja viele Leute kennen, so auch viele natürlich, die im christlichen Elternhaus groß werden. Und ich selber habe ja diese Geschichte nicht so. Das bedeutet,
oft hört sich das dann von der Lebensgeschichte irgendwie manchmal so krass an, so du warst mal so richtig verloren, du warst richtig irgendwie komplett gottlos unterwegs, vielleicht auch richtig tief drin in irgendwelchen Süchten oder Party machen, was auch immer, findest dann zu Jesus und dann hast du diesen radikalen Cut, hast ein komplett neues Leben, wo du auf einmal dein Leben mit Gott lebst und dann auch eine Gemeinde und so besuchst und auch hoffentlich irgendwie Früchte trägst und gute Werke. Aber da ist halt dieses Vorher-Nachher so extrem. Und gerade jetzt du auch als Pastorentochter hast ja nie, sage ich mal, ausschweifend gelebt, hast nie so, warst wahrscheinlich auch schon immer sympathisch und alle haben gesagt, ah, ist ein nettes Mädchen, sie setzt sich ein und macht Babysitten, singt im Chor. Und dann trotzdem für jedermann, auch der im christlichen Elternhaus aufwächst, nochmal diese persönliche Begegnung mit Gott zu haben, die es auch wirklich braucht, eine Überführung vom Heiligen Geist, zu erkennen, dass du auch tatsächlich schuldig bist, Sünde in deinem Leben hast und ohne das Werk des Kreuzes, wie du gesagt hast, genauso die Hölle verdient hast. Und das ist aber manchmal, glaube ich, ja, wirklich ein Weg. Und das, was ich meinte, ist dieses, bei anderen wirkt das manchmal so extrem, so, ne, aber genauso brauchst du auch diese Erkenntnis, ohne Gott bin ich auch komplett verloren und so geht das jedermann und da ist halt das manchmal ein schmaler Grat. Und auf der anderen Seite, der andere Gedanke war, ich persönlich gehe jetzt schon 12 Jahre mit Jesus oder sogar 13 und merke, irgendwann weißt du, wie so das christliche Leben läuft und man kann sich Dinge eintrainieren, man gewöhnt sich an manche Sachen, man kennt die Bibel so. Und da merke ich auch, dass trotzdem, obwohl ich ja damals ganz anders gelebt habe, dann zu Jesus gekommen bin, dass man Phasen hat, also ich, wo ich merke, ey, ich muss auch aufpassen, dass das nicht genau wie du damals, nur einfach so eine Werksgerechtigkeit. Ich weiß, ich will Gott gefallen, wenn ich gute Werke habe. Und das steht ja auch im Jakobusbrief, sage ich mal, ein Glaube ohne Werke wäre tot. Ja. Also wenn du wirklich mit Jesus unterwegs bist, hast du automatisch Werke. Aber die Frage aller Fragen ist, was ist deine Herzenseinstellung und was ist die Quelle von dem? Machst du es, wie du gesagt hast, wirklich, um vor Gott etwas darzustellen, um ihm etwas zu beweisen? Oder um sich immer wieder auf die Gnade zu berufen, zu erkennen, ey, wo bin ich eigentlich ohne Gott? Und aus dieser Liebe und diesem Überfluss seiner Gnade heraus entstehen dann gute Werke. Und das ist so eine Reise, die jeder für sich machen muss. Stimmt, und das kann man auch nicht irgendwie komplett in einem Jüngerschaftskurs irgendwie jemanden beibringen, sondern das ist am Ende auch irgendwie das Werk des Heiligen Geistes. Ne? Ja, genau. Hier fällt mir dieses Beispiel dazu ein, das hatte ich schon in einem Video erwähnt, mit dieser Geschichte von Kain und Abel. Als ich die gelesen hatte, hat sie mich sehr berührt. Es ist halt die Situation, dass zwei Menschen vor Gott treten und der eine meint, dass er vor dem heiligen Gott so treten darf aus seinen eigenen Werksgerechtigkeit heraus, darf er vor Gott treten und er übersieht die Ordnung Gottes. Gott ist heilig und keine Sünde hat in seiner Gegenwart Raum. Kein Mensch kann vor ihm treten und durch den Sündenfall lebt die Sünde in uns. Und wir müssen das einsehen, wir müssen verstehen, dass das die Ordnung Gottes ist, dass man für diese und um in diese Gegenwart reinzukommen, dieses Opfer gebraucht. Und Kain stand da vor diesem Altar und meinte, ich bringe jetzt eine Frucht der Erde, der gefallenen Erde, bringe ich jetzt Gott da und das reicht aus. So kann ich in seine Gegenwart kommen. Und das war ein Missverständnis. Das war einfach, wo er Gottes Ordnung nicht wahrgenommen hat, einfach ignoriert hat. Und Gott hat das Opfer einfach nicht angesehen. Und bei Abel war das wiederum so, dass er verstanden hat, das ist die Ordnung Gottes. Ich kann vor Gott nur in dieser Form treten und hat dieses geschlachtete Tier gebracht. Und für mich ist es sehr interessant zu lesen, in Hebräer steht, dass Gott Zeugnis über das Opfer Abels brachte, nicht über Abel selbst. Es geht immer nur um das Zeugnis des Opfers. Und wenn wir vor Gott heute treten, dann geht es immer nur um Jesus. Nicht unsere Werke, nicht was wir heute falsch oder richtig gemacht haben, sondern es geht nur um sein Opfer. Wenn er auf uns schaut, schaut er auf Jesus. Das ist es, was wir so oft, wo wir wieder hin zurückkommen müssen, so wie du sagst, wieder zurückkommen zu dem, ich lebe aus Gottes Gerechtigkeit. Wenn er mich sieht, sieht er Jesus, nicht mich. Er schreibt Zeugnis, er legt ein Zeugnis über das Opfer ab. Amen.
Lass uns mal ein bisschen nochmal hineingehen in deine Vergangenheit. Wir haben eben ein bisschen über deine Jugend gesprochen, dass du jetzt, wie du jetzt heute hier sitzt und davon erzählst, dass du die Gnade erkannt hast. So, das war ja für dich auch ein Weg und es hat einige Jahre gedauert bei dir und du bist auch durch einige Sachen in deinem Leben gegangen. Was war der Punkt, wo du im Nachhinein sagst, okay, da war ein Moment, da habe ich das nochmal wirklich erkannt und da bist du auch nochmal Gott wirklich frisch begegnet? Ich glaube, dass ich durch die schweren Umstände meines Lebens, ich hatte ja erwähnt, dass ich durch eine Scheidung gehen musste, ich glaube, dass sie mich dazu gebracht haben, dass ich einfach so müde war davon, irgendwie so Masken aufzusetzen, irgendwie aus meiner eigenen Gerechtigkeit, aus meiner eigenen Leistung, Herr Menschen zu dienen. Und ich dachte mir, das kann doch nicht alles sein. Da muss es doch eine andere Beziehung zu Gott geben. Da war ein großer Hunger nach mehr von ihm. Weil Gott ist so viel mehr. Und ich hatte ihn in so einen Rahmen gestellt und dachte, das ist mein Leben mit Gott, das ist meine Beziehung. Dabei bietet er uns so viel mehr an. Und dann war dieser Moment des Zerbruchs, wo ich bei einem Gottesdienst saß und ich hörte, was Jesus für mich am Kreuz getan hatte. Und das, wir wissen nicht, wie Wiedergeburt passiert, aber das war so, dass der Heilige Geist in dem Moment so gewirkt hat, wo mir auf einmal meine Augen geöffnet worden sind und ich erkannt habe, ich bin ein sündiger Mensch. Ich habe keine andere Option, keine andere Möglichkeit, als allein durch Jesus vor Gott treten zu können. Ich habe es so bereut, irgendwie alle meine Sünden. Ich habe alles abgeben wollen. Und in dem Moment, diese Freiheit ist unbeschreiblich. Die schönsten Momente meines Lebens sind wirklich die Geburt meiner Tochter und meine Wiedergeburt. Niemals könnte ich das irgendwie mit einem anderen Ereignis vergleichen. Weil das war so ein Moment, wo ich wirklich alles vor Gott ablegte, vor seinem Kreuz und sein Leben annahm für mich selbst. Es war wirklich wie so ein neuer Mensch, der da entstand. Und es war dann auch so die Monate danach, oder die Tage danach, die Monate danach, habe ich irgendwie alles anders gesehen. Ich weiß nicht, vielleicht hat das jemand noch so erlebt, vielleicht du, aber für mich hat das auf einmal, die Natur hat so einen anderen Blick bekommen. Ich habe Sonnenuntergänge ganz anders wahrgenommen, Blumen auf dem Feld. Für mich war das alles so intensiv, so präsent, so wow, Gott, das bist du. In allem steckst du. Und ich habe das Leben auf einmal so anders wahrgenommen. Es war so schön und vor allem war es leicht. Weil du wirklich nicht mehr, ich musste meine Tochter nicht mehr aus meiner eigenen Kraft erziehen, sondern ich durfte das total mit Gott machen, eins in eins. Ja. Und die Liebe war nicht mehr gekündigt, also es war nicht mehr so, du musst jetzt irgendwie dein Bestes geben, sondern es kam so eine Leichtigkeit rein. Gott hat mir die Kraft geschenkt, plötzlich die Dinge anders zu tun. Mit so einer Leichtigkeit, mit ganz viel Liebe, weil seine Liebe in mein Herz ausgegossen worden ist. Ja. Wow. Ja. Stark. Das, finde ich, strahlst du auch aus und man sieht das auch in deinen Augen und an der Art, wie du über Jesus und Gott redest. Das ist wirklich ein Zeugnis. Eine Sache, wo ich noch kurz drüber reden möchte. Damals war ja ein Merkmal, was auch irgendwie nachvollziehbar ist, so du bist da reingeboren und viel Druck, der von außen auf dich gewirkt hat, gerade auch von Menschen durch irgendwelche Strukturen, die es halt gab, was du auch leisten musstest oder selber auch wolltest. Was würdest du Leuten raten, die das vielleicht auch in ihrem Leben haben? Ne? Du redest ja auch häufig zu jungen Frauen, die vielleicht auch aus ähnlichen Kreisen kommen wie du und Druck gegenüber Menschen, Sachen beweisen zu müssen. Was sind so die Sachen, wo du sagst, ey, das wünschst du anderen, aber auch Tipps, die du geben kannst oder vielleicht auch sogar, was du im Nachhinein, wenn du gekonnt hättest, früher anders gemacht hättest schon so, ne? Ja, vielleicht hier nochmal kurz dazu. Ich wollte noch sagen, dass ich wirklich meine Berufung darin sehe, auch durch das Studium. Ich studiere Psychologie und ich bin jetzt in meinem Bachelor und ich glaube einfach, also mein Ziel ist, Psychotherapeutin zu werden, um jungen Frauen oder generell Frauen zu helfen, die sich genauso... Also Männer nicht, weil ich sitze ja schon auf der Couch, wäre eigentlich... Nein. Okay. Männer, nein, gar nicht zu den zum Klientel. Okay. Genau, also meine Zielgruppe ist wirklich Frauen und auch mein Kanal auf YouTube und auch auf Instagram, ich richte es ganz direkt an Frauen, weil ich das so gut nachvollziehen kann, wie schwierig dieser Weg sein kann, welche Gedankenmuster so festgefahren sind. Und ich habe selber erfahren, dass wenn man die Wahrheit erkennt, die Wahrheit einen befreit. Und da möchte ich mit den Frauen diesen Weg gehen.
Und wenn ich jetzt vielleicht einer Frau auch ein, ja, mitgeben dürfte, was ich anders gemacht hätte, so wie du das gerade gefragt hast, dann wirklich zu sich zu hinterfragen, was verbirgt sich hinter all dem, was ich aufgebaut habe an Ritualen und Regeln. Wenn das jetzt wegfallen würde, was bleibt übrig? Was bleibt, welches Gottesbild? Wer ist Jesus für dich, wenn das alles andere wegfällt? Und worauf gründest du dieses Fundament? Ist es das Wort Gottes oder sind es menschengemachte Regeln? So dieses Hinterfragen und wirklich schauen, Gott sagt, ich bin die Wahrheit, ich bin der Weg. Also Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Willst du leben, lies das Wort. Willst du auf dem richtigen Weg sein, in keine Irrlehre kommen? Dieses Argument kriege ich in letzter Zeit so oft zu hören. Ich habe Angst, in eine Irrlehre reinzukommen. Wenn du mit Jesus unterwegs bist und in seinem Wort gegründet bist, kommst du auf keinen falschen Weg. Also er ist der Weg, er ist das Leben in Fülle und er ist die Wahrheit, die uns frei macht. Ja, und dass man da einfach reingeht und wirklich sich gute Fundamente, also gute Botschaften anhört, die wirklich auf dem Wort Gottes gegründet sind. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig für uns Frauen. Ja, Ja. stark. Man kann dich auch kontaktieren Ja. übers Internet. Genau. Also falls jemand zuhört und denkt, ich habe da Redebedarf, Ja, dann du bist immer offen. immer. Ich kann das auch nur unterstreichen. Also deswegen finde ich das auch so interessant. Ich bin ja jetzt auch seit einigen Jahren im Reisedienst und komme viel rum mit gerade auch mit der Musik. Und ich war von Anfang an so eingestellt von meiner Bekehrung. Ich habe mir alle Gemeinden und Denominationen angeguckt. Ich habe mich in einer Pfingstgemeinde bekehrt. Ich war aber dann auch in Brüdergemeinden, Mennoniten, Baptisten. Es gibt ja so eine Reihe. Ich habe mir alles von konservativ bis super charismatisch angeguckt. Und es war auch interessant und sehe auch immer noch viel. Und das ist was, was ich auch noch mal mitgeben möchte. So heute, es geht das Augenmerkmal liegt gar nicht darauf, so, oh, diese konservativen Gemeinden, sondern du kannst auch in einem total liberalen christlichen Kreis aufwachsen und viel von Jesus hören und auf einer anderen Art und Weise auch irgendwie ein scheinheiliges Leben leben. Absolut, ja. Und das ist wichtig, einfach so zu sagen, genau das, was du gesagt hast, das A und O ist wirklich, dass man sich aufmacht und selber anfängt, die Bibel zu studieren, das Wort zu kennen. Natürlich gibt es auch in den verschiedenen Denominationen unterschiedliche Streitfragen, aber da sage ich immer, am Ende geht es ja um Heilsgewissheit auch, so, oder was heilsentscheidend ist. Und das ist nochmal deutlich zu sagen, finde ich, dass du dich selber aufmachen musst und auch eine Bereitwilligkeit haben musst von deinem Herzen. Ich bin bereit, mich dem Wort Gottes unterzuordnen. Ich bin bereit, mein Herz Gott aufzumachen. Und auch ein Schritt, was manchmal viel Mut kostet, dann sogar vielleicht, wenn du Sachen erkennst, die entgegen anderen Menschen oder menschengemachten Traditionen sind, da einfach auch deine Stimme zu Ja, erheben. ja, ja, Aber ja. auch nicht in einer rebellischen Art, Nein. weil ich denke, das ist auch ein Weg, den man dann über die Jahre lernen muss, wenn du wirklich Gottes Geist Raum gibst. Bedeutet es nicht nur, weil du jetzt andere Dinge in manchen Feinheiten theologisch anders siehst, deswegen muss ich hier jetzt einen Aufstand in der Gemeinde machen oder die Gemeinde Genau. verlassen, sondern ich denke einfach, es gibt für alles auch einen gewissen grauen Rahmen, wo man so sagt, ey, ich kann mich da auch unterordnen, auch wenn ich manche Details anders sehe, finde ich so. Und das ist auch ein Weg der Demut und das ist am Ende das auch, was wichtig ist. Aber manche Sachen sind, finde ich, auch schon wieder so weit weg vom Wort, wo man dann vielleicht auch sagen muss, okay, da kann ich mich nicht mehr mit eins machen und da muss ich dann auch irgendwie rausgehen oder so, ne? Und du hast mir ja erzählt, dass du damals sogar bereit warst, obwohl du manche Dinge anders gesehen hast, dich trotzdem da auch unterzuordnen. Da habe ich Respekt vor. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen von wirklicher Reife. Thema habe ich gerade schon kurz gesagt, das letzte Thema, Heilsgewissheit für all diejenigen, die dieses große Wort nicht wirklich deuten können. Heilsgewissheit bedeutet eigentlich zu wissen, wenn ich morgen sterbe, dann weiß ich, dass ich bei Gott, bei Jesus in der Ewigkeit bin. Und das ist ja eigentlich die zentrale Botschaft des Evangeliums, dass Jesus am Kreuz gestorben ist, um Mensch und Gott wieder zu versöhnen und dass wir wirklich die Ewigkeit mit ihnen verbringen können. Auch hier schon auf Erden fängt die Ewigkeit an. Und damals
zu heute, wo ist der Unterschied? Heute hast du eine Heilsgewissheit. Hattest du damals schon eine Heilsgewissheit? Nein, absolut nicht. Deswegen kann ich auch so gut mit euch Frauen nachfühlen, die ihr mir schreibt. Ich habe Angst. Ich weiß es nicht. Nelly, wie kann ich zu dieser Heilsgewissheit kommen? Ich habe Angst, dass wenn ich sterbe, ich nicht zu Gott komme. Und das, diesen Schmerz kann ich so gut nachvollziehen, weil es mir genauso ging. Ich wusste es nicht. Ich wusste auch nicht, wie ich das einordnen soll. Wie kann ich daran glauben? Und es gibt wirklich sehr viele gute Botschaften zu diesem Thema. Ich will euch ermutigen, hört da mal rein. Es gibt Prediger, die das sehr gut zusammengefasst haben, die wichtigsten Bibelstellen auch schon rausgenommen haben. Und mein Unterschied war, also es steht in Römer 8,16 geschrieben, dass der Geist Gottes selbst uns Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Und durch die Wiedergeburt, dadurch, dass ich verstanden habe, was in dieser Wiedergeburt passiert ist, dass wir bestehen ja aus Körper, Geist und Seele, dass mein Geist sich erneuert hat, das hatte ich damals einfach, das hat mir der Geist Gottes geoffenbart. Und dadurch weiß ich einfach, und er zeigt mir, sagt mir selbst, du bist mein Kind. Ich spüre das, ich weiß es, und das hat nichts mit Gefühlen zu tun. Das ist nochmal so ein wichtiges Thema. Mhm. Nicht das Gefühl bringt dich in den Himmel, nicht dieses Gefühl, ja, heute habe ich alles gut gemacht oder ja, ich bin es wert genug, vor Gott zu treten, sondern allein die Gewissheit, allein der Glaube zählt in dieser, in dieser Sache. Diese Gewissheit durch den Glauben, dass du gerettet bist. So. Amen. Ein schönes Schlusswort. Ich danke dir. Ja. Ich danke euch, dass ihr zugehört habt bis hier. Möchtest du am Ende noch ein kurzes Gebet für die Zuhörer sprechen? Und der Podcast heißt ja Sunday Blessings, deswegen jetzt nochmal ein Segensgebet. Amen. Ja, Herr, ich danke dir für dieses Gespräch. Ich danke dir, dass du selbst mit dabei bist. Und ich danke dir einfach, dass du uns so ganz unverdient aus diesem alten Leben rausholst und uns neues Leben gibst, ein Leben in Fülle in dir, Herr. Und ich segne jetzt jeden einzelnen Menschen, der hier zuhört, der das, was wir gesprochen haben, einfach auch aufnehmen konnte. Und ich segne jedes einzelne Herz, dass es sich auf die Suche macht nach mehr von dir, dass es außerhalb des Rahmens einfach schaut und schaut, wo ist mein Fundament in Jesus. Und ich segne jede einzelne Frau, die sich in dieser Lage befindet und einfach ja, Schmerzen verspürt, die Unsicherheiten verspürt, dass sie einfach Frieden in dir findet, Herr. Frieden, den nur du geben kannst. Amen. Amen. Vielen Dank. Danke. Macht's gut. Tschüss.